Iserlohn im Sauerland. Einsatz für den Löschzug. Das Alarmstichwort Feuer Y. Das bedeutet, Menschenleben sind in Gefahr. Das Stresslevel ist sehr hoch, weil wenn gemeldet ist, dass eine Person noch im Gebäude sein soll, noch in der Brandwohnung sein soll, ist es für uns besonders wichtig, eben die Person möglichst schnell zu finden, um eben auch mögliche Schäden von der Person abzuwenden. Jede Minute, jede Sekunde zählt in so einem Einsatz. Steht! Anwohner haben die Feuerwehr gerufen. Aus einem Nachbarhaus steigt Rauch auf. Verteiler, hier vorne vor dem Hauseingang. Angriffsgruppen zur Menschenrettung in Zuhörer gestorben. Jenny Kruse und Jan Huckschlag müssen die Bewohner finden. Einmal zur Seite, bitte. Zwei könnten, einer definitiv. Den angeschlossenen Löschwasserschlauch haben die beiden gleich dabei. Im zweiten Stock stehen sie aber vor verschlossenen Türen. Hörer, was ist denn los? Angriffsgruppe, Wasser kommt. Geht jemand da rüber, wir machen das mit dem heiligen Kuh. Ja. Mit dem Brechwerkzeug verschafft sich Jenny Zugang zur Brandwohnung. Halt auf. Hallo? Die Feuerwehr! Das wird zugestellt hier alles. Ja. Hallo? Hallo, hier ist die Feuerwehr! Hallo? Hier ist die Feuerwehr! Bei der Personensuche habe ich schon ein mulmiges Gefühl, weil ich weiß, jederzeit kann eine Person vor mir liegen, die gesund ist, die tot ist oder ich weiß nicht, wie die Person aussieht. Der giftige Qualm kann die Bewohner bereits außer Gefecht gesetzt haben. Hallo, die Feuerwehr! Hier ist das Bett. Hallo! Ein heilloses Durcheinander macht den beiden die Arbeit schwer. Hallo? Also hier ist keiner. Zwischen dem ganzen Gerümpel ist es natürlich für uns entsprechend schwierig, uns da fortzubewegen. Ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden, gerade auf so Flaschen. Ich kann mich noch gut an das ganze Geklimper erinnern, als wir uns da durch die Wohnung gearbeitet haben, auf Flaschen draufgetreten sind. Manche sind kaputt gegangen, auf manchen, die sind dann einfach nur weggerutscht, was natürlich für uns auch ein gewisses Gefahrenpotenzial bietet. Ich habe noch keine Person gefunden. Eine Abluftöffnung verbessert nicht nur die Luft, sondern auch die Sicht und erleichtert so die Suche in der völlig verwahrlosten Wohnung. Du hast auch noch nichts gefunden, ne? Nein, hier ist keiner. Adin von Angriffsgruppe. Adin, gehört. Keine Person in der Wohnung gefunden. Verstanden. Wir haben keine Person gefunden, aber man guckt noch gerne noch mal ein zweites Mal durch. Wir haben auch noch mehrmals die Wohnung nachkontrolliert, weil wir einfach sicher sein wollten, dass wirklich gar keine Person dort zu finden war. Als nächstes müssen Jenny und Jan den Brandherd aufspüren. Feuer, hier! Einfach einen Sprühschuss drauf. Wie so oft geht das Feuer vom Herd aus. Was ist das, was da drauf liegt? Ist das von der Heizung oder was? Keine Ahnung. Offensichtlich waren es Elektrogeräte und irgendwelche anderen Plastikteile, die auf dem Herd standen. Und der Herd war ja an. Und die haben dann angefangen zu kokeln. Und darüber war ja der Boiler, der auch so ein bisschen abbekommen hat durch die Hitze. Jetzt die Frage, sollen wir das ganze Ding einfach rausschmeißen oder? Ja, wenn das geht. Ja, wir gucken jetzt mal. Ja, ja. Bevor sich der verkohlte Klumpen erneut entzündet, wirft Jan ihn kurzerhand aus dem Fenster. Wohnungen wie diese sehen er und Jenny bei ihren Einsätzen immer wieder. Und doch hinterlassen solche Zustände einen bleibenden Eindruck. Ich kann es schwer nachvollziehen, weil ich es nicht kenne. Ich bin anderes gewohnt, zu Hause immer Ordnung und sauber. Und natürlich denkt man darüber nach, wie es dazu kommt, dass die Leute in so eine Situation kommen.
warum das so ist, dass die so leben, ob denen das gefällt oder hat es da eine Krankheit dazu geführt oder irgendein Verlust. Ein geflochtener Bastkorb deutet darauf hin, dass hier ein Tier zu Hause ist. Auch das muss die Feuerwehr retten. Oh, hier ist ein Frettchen. Ich habe eine Bewegung unten gesehen, habe nach unten geschaut und dann stand dieses Frettchen vor mir und dann habe ich das Frettchen angeguckt. Natürlich habe ich kurz gedacht, da muss man ein bisschen aufpassen mit Beißen. Adi, von Albersdorf? Adi, mindestens ein Frettchen haben wir in der Wohnung gefunden, was hier rumläuft. Da bräuchten wir eine Box. Eine Tierbox, richtig? Ja, korrekt. Okay. Okay. Hier gehört. Ja, geh mal raus. Komm. Danke dir. Aber nicht fallen lassen, bitte. Jan bringt das Frettchen an die frische Luft. Jenny sucht unterdessen weiter nach Feuer- und Glutnestern. Die Wärmebildkamera zeigt, die Küche ist nach wie vor ein heißes Pflaster. Wir müssen einmal das hier ein bisschen kühlen. Ja, genau. Wir müssen das hier in die Wand gezogen ist. Zurück bleibt ein Schlachtfeld, das sich wenigstens so schnell nicht wieder entzünden wird. Sachschaden ca. 30.000 Euro. Das alles okay. Adi ist von Angriffsdruck gekommen. Adi ist da. Ja, Löschmaßnahmen sind hier oben soweit abgeschlossen. Weiterhin keine Person gefunden. Auch keine weiteren Tiere gefunden. Ja, gut. Packen wir's, ne? Ja. Ja, ja. Ja, sauber gearbeitet. Also, wir haben jetzt hier noch. Hier gerade mal Wasser drauf gemacht, da waren noch 99 Grad und hier, das kühlt alles langsam runter von 90. Wir schicken gleich noch mal einen Druck drauf zum Kontrollieren. Alles gut, kommt runter. Auch wenn der Brand glücklicherweise keine Opfer gefordert hat, er hat ein Zuhause zerstört und ein vielleicht tragisches Leben offenbart. Ich hoffe, dass der Person schnell geholfen werden kann, dass da eine Wohnung wieder hergestellt werden kann, wo die Person auch dann wieder einziehen kann und wohnen kann. Und dass es vielleicht auch dazu führt, dass die Person aus dem Zustand auch rauskommt, in so einer Wohnung zu wohnen. Dass dann vielleicht ein bisschen mehr Ruhe einkehrt und dass sie es schafft, mehr Ordnung zu halten.